Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und diesmal soll es um die Fuji Remote App gehen. Ihr seht mich jetzt hier, ich habe quasi die App offen auf meinem BlackBerry hier und da seht ihr quasi mich, wie ich rein talke in die Kamera, die ich da aufgestellt habe. Und ja, das ist im Grunde genommen das Setup, was ich hier habe. Und das funktioniert relativ gut. Ich kann hier eine Auslösung machen, ein Bild aufnehmen oder ein Video aufnehmen, wenn ich denn möchte. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass im Dezember irgendwann kam ein Update raus von dieser App, der Fujifilm Remote Kamera App, das grüne Symbol dort. Und lasst mich mal in den Play Store gehen. Wenn ich jetzt hier auf Aktualisieren gehe, werdet ihr sehen, die App kann nicht aktualisiert werden. Deinstallieren wir mal und installieren wir neu. So, installieren. Wenn ich die aktuellste App installiere, das ist hier die Version, lasst mich nicht lügen, die Version, die am 12.12. aktualisiert worden ist, das ist, irgendwo steht wahrscheinlich auch die Versionsnummer dran. Weitere Infos. Genau, hier unten steht dann die Versionsnummer dran. Version 3.4.0, die am 12.12. hinzugefügt worden ist. Ich weiß nicht, ob man es so sieht. Sollte man lesen können. Und in dieser Version gibt es halt eben das Problem, dass wenn ich jetzt hier zurückgehe und versuche, das zu öffnen, dass ich, selbst wenn ich meine Kamera auf Camera Remote eingestellt habe, und hier sage, okay, alles zulassen, dass wenn ich auf Verbinden klicke, meine Kamera nicht gefunden wird. Und der einfache Grund, weshalb sie nicht gefunden wird, ihr seht das jetzt hier, und wenn ich mich mal wegbewege, Achtung, shaky Kameraführung, werdet ihr sehen, dass hier die Kamera aus ist. Das ist natürlich nicht so gewollt. Ich mache sie nochmal an und aus und gehe in die Einstellungen. Und zwar muss man hier ein bisschen was scrollen. Drahtlose Kommunikation ist jetzt eingeschaltet. Und die Suche läuft noch auf meinem BlackBerry, wie ihr hier sehen könnt. Und trotzdem gibt es keine Verbindung. Ich kann ja auch mal neu starten, die Suche. Für den Fall, dass mir das keiner glaubt, gibt es keine Verbindung. Und das ist irgendwie seltsam. Und ziemlich, ziemlich nervig, weil ich wollte das zu Weihnachten benutzen, um natürlich ein Familienbild zu machen, und dann hat es nicht funktioniert. Und dann musste ich eben die alte Version runterladen. Was ihr also machen könnt, ist entweder, ihr ladet euch die alte Version runter, die Version 3.3.1, die ich hier runtergeladen habe, das grüne Symbol, von APK Pure habe ich mir das Ganze runtergeladen und damit funktioniert das Ganze wieder mit der alten Version. Oder, was ihr natürlich auch machen könnt, und das ist jetzt bei der neuen Version, das steht sogar auch hier im Play Store, wenn man ganz genau drauf schaut, steht es im Beschreibungstext drin, der App. Wenn man weitere Infos anmacht, hier steht dann irgendwo, wenn Sie ein Smartphone mit Android 6 verwenden, stellen Sie die Funktion Standort des Smartphones und für diese Anwendung auf ein. Eigentlich wird man ja auch nach dem Standort gefragt, nach der Standortberechtigung am Anfang. Das habt ihr ja gesehen. Und ich habe sie auf eingeschaltet. Aber ich habe den Standort nicht eingeschaltet, hier den Standortdienst nicht eingeschaltet in meinen Einstellungen. Denn dort müsste Standort auf ausgeschaltet sein. Was ich jetzt mache, ist mal Standort auf einschalten. Gehe dann mal zurück und versuche jetzt eine Suche. Und jetzt kann es durchaus sein, dass es dann plötzlich funktioniert. Oder auch nicht. Empfangsbereit steht jetzt da. Und jetzt funktioniert es, wie ihr seht. Jetzt funktioniert also die App. Das heißt, ihr müsst tatsächlich die Standortdienste auch einschalten. Nicht nur die Berechtigung dazu gewährleisten, sondern auch einschalten. Dann kann ich auf Fernbedienung gehen. Dann müsstet ihr mich... Empfangsbereit steht jetzt da. Müsste eigentlich jetzt funktionieren.
Und ihr müsstet mich sehen. Aber wie ihr seht, ist die App anscheinend wieder abgeschmiert. Das ist so das Problem, was ich habe eben mit dieser neuen App, die irgendwie nicht so richtig will, wie ich möchte. Und jetzt kann ich Feedback geben, weil sie tatsächlich abgeschmiert ist. Versuchen wir es noch einmal. Also hier muss Fujifilm aus meiner Sicht definitiv nachbessern. Entweder dieses Update zurückziehen oder eben ein weiteres Update herausgeben, was diese Funktion fixt, weil das kann eigentlich so nicht sein. Das dürfte eigentlich so nicht sein. Und ja, das ist so alles, was ich zu diesem Video sagen möchte. Ein kleiner Tipp also für die Leute, die Probleme haben mit der neuen App. Ladet euch die ältere App runter, falls die wunderbar bei euch funktioniert hat. Falls ihr eine neuere Kamera habt von Fujifilm und die ältere App die nicht unterstützt, empfehle ich natürlich dann den Trick mit diesen Standortdiensten zu benutzen. Und falls ihr mehrere Smartphones habt, kann es auch durchaus sein, dass mit irgendeinem Smartphone das Ganze wunderbar funktioniert und mit einem anderen Smartphone gar nicht funktioniert. Das sind so die Erfahrungsberichte, die ich jetzt so zusammengesammelt habe in den letzten Wochen so und den Versuchen, das irgendwie zum Verbinden zu bringen. So, das war's für diesen kleinen TechView, kurzen TechView-Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao.